Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr das Häkeltuch Mossini macht. Das ist wieder ein Tuch im Mosstitch. Was soll ich sagen? Ich bin Mosssüchtig. Es hat mir noch ein Tuch mit dem Moss gefehlt in meiner Lieblingsform, und zwar ein Tuch, das symmetrisch gehäkelt wird, also wieder von der mittleren Oberkante aus und eben nicht so tief ist, also sogenanntes flaches Dreieckstuch. Es hat eine leichte Schwalbenform, also eine leichte V-Form, sage ich jetzt mal. Verwendet man Modal oder Merino, dann ist diese Form mehr ausgeprägt als jetzt bei Viskose oder Baumwolle. Das liegt einfach daran, dass das Garn elastischer ist. Ja, zum Verbrauch. Ich habe 900 Meter vierfädig Viskose im Beispielbild verbraten. Das war der Mobile Flamingo. Das verlinke ich euch alles in der Videoinformation unten. Eine schriftliche Anleitung mit einer Häkelschrift findet ihr auch auf meiner Homepage. Die ist einfach for free zum Download. Verlinke ich euch ebenfalls unter dem Video. Ich zeige euch jetzt hier die ersten 3, 4 Reihen, weil eben der Mosstitch für manche ein bisschen schwierig ist. Ich verwende jetzt hier auch kein gefachtes Garn, damit ihr einfach vielleicht besser die Maschen seht. Also wir fangen an mit einem Fadenring. Wie dieser funktioniert, könnt ihr auch auf YouTube mal schauen. Und in diesen Fadenring häkeln wir 4 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4. Dann weiter in den Ring 3 feste Maschen. 1, 2, 3. Dann kommt die Mitte des Tuchs 2 Luftmaschen und wieder 3 feste Maschen. 1, 2, 3. Dann zuletzt eine Luftmasche und ein Stäbchen. So, das war jetzt die erste Reihe. Jetzt ziehe ich den Ring mal ein bisschen zu. So, weiter geht's mit der zweiten Reihe. Das ist eine Hinreihe. 1, 2, 3, 4 Luftmaschen. Und jetzt seht ihr, hier hatte ich ja eine Luftmasche und ein Stäbchen gehäkelt. Und die erste Gruppe feste Masche, Luftmasche, der Moss besteht ja draus, kommt hier gleich in das Stäbchen, ja, unter eure Luftmaschen hier in das Stäbchen rein. Eine feste Masche, eine Luftmasche. Und dann ist gleich danach die erste, da der Luftmaschenbogen, ja. In diesen Luftmaschenbogen vor den 3 festen Maschen hier kommt nochmal feste Masche, Luftmasche. Die nächste, also diese erste feste Masche, überspringen wir, und in die nächste kommt wieder eine Gruppe. Also die hier überspringen, in die nächste feste Masche, Luftmasche. Die nächste wird wieder übersprungen und dann kommt auch gleich hier unser zweier Luftmaschenbogen, also die Mitte. Und dort wird jetzt immer eine feste Masche, 2 Luftmaschen, eine feste Masche und eine Luftmasche gehäkelt. Dann haben wir hier wieder unsere 3 festen Maschen. Die erste überspringen wir und in die nächste kommt wieder eine feste Masche, eine Luftmasche. Die nächste wird wieder übersprungen und dann kommen wir schon hier zu unseren 4 Luftmaschen vom Anfang. Um diese 4 Luftmaschen häkelt ihr jetzt wieder eine Gruppe aus fester Masche, Luftmasche und ein Stäbchen. Moment, ein bisschen fahren. Also feste Masche, Luftmasche und ein Stäbchen. Die dritte Reihe und alle folgenden fangen wir wieder mit 4 Luftmaschen an. Lasst euch nicht verwirren, in dieser Reihe hier, in der zweiten, also in die wir jetzt gerade gemacht haben, ist jetzt auf dieser Seite, wo wir angefangen haben, eine feste Masche mehr als auf dieser Seite. Das wird mit der Rückreihe ausgeglichen. Dadurch, dass wir immer am Anfang der Reihe zunehmen, ist das eben so. Also ihr braucht eine Hin- und eine Rückreihe, um dann die gleiche
Maschenzahl auf den Schenkeln zu haben. Wir wenden und machen 4 Luftmaschen und starten jede Reihe wie folgt wieder in das Stäbchen. Also hier ist das Stäbchen, das ich vorher gemacht habe. Direkt in das Stäbchen eine feste Masche, eine Luftmasche. Direkt danach, hier ist meine erste Lücke. Ja, wir hatten ja feste Masche, Luftmasche, Stäbchen gehäkelt, also um diese Luftmasche die nächste Gruppe. Feste Masche, Luftmasche. Und jetzt überspringen wir immer die festen Maschen und in jeden Luftmaschenbogen kommt eine feste Masche, eine Luftmasche. Hier überspringen, wieder feste Masche, Luftmasche. Ihr seht, hier ist eine feste Masche, dahinter ist so ein Fädchen. Dieses Fädchen gehört zur festen Masche. Das heißt wirklich, diese Lücke hier ist eure Lücke, die Luftmasche. Ja, also hier ist die feste Masche, dann ist hier meine Lücke. Direkt links von diesem V. Ich nehme immer den Haken und schiebe das so ein bisschen zur Seite. Feste Masche, Luftmasche. So, dann haben wir hier die Mitte. Und da häkeln wir wieder feste Masche, 2 Luftmaschen, feste Masche, ne? Und Luftmasche. In den nächsten Bogen wieder. Feste Masche, Luftmasche, in den nächsten Bogen wieder, feste Masche, Luftmasche. Und hier haben wir auch noch ein, feste Masche, Luftmasche. Und da ist jetzt das Ende, also hier ist noch eine feste Masche und hier sind diese 4 Luftmaschen vom Anfang der Vorreihe. In diese Lücke häkeln wir jetzt immer feste Masche, bisschen hier ein Härchen, Luftmasche und ein Stäbchen. Ich zeige euch noch eine Reihe. Also soweit geht die Häkelschrift und diese letzte Reihe wird immer wiederholt. Zusammenfassend, wir fangen immer an mit 1, 2, 3, 4 Luftmaschen. In die erste Masche, also in das Stäbchen der Vorreihe, hier eine feste Masche, eine Luftmasche. Direkt danach um den ersten Luftmaschenbogen ebenfalls eine Gruppe feste Masche, Luftmasche und in jeden weiteren Bogen bis zur Mitte. Die Mitte sind da dieser 2er Luftmaschenbogen an der Spitze. Hier feste Masche, 2 Luftmaschen, und feste Masche und Luftmasche. Wieder in jedem Luftmaschenbogen eine Gruppe. Feste Masche, Luftmasche, feste Masche, Luftmasche, feste Masche, Entschuldigung, Luftmasche. Dann hier auch feste Masche, Luftmasche. Und da ist dann unser letzter Bogen, sind diese 4 Luftmaschen. Immer eine feste Masche, eine Luftmasche und ein Stäbchen. So, jetzt habe ich nicht auf beiden Seiten die gleiche Anzahl. Wir können zusammen nachzählen, also die Stäbchen und die Luftmaschen zähle ich nicht mit. So, dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die Mitte zähle ich jetzt auch nicht mit. Und auf der Seite 1, 2, 3, 4, 5 feste Maschen. Das heißt, wenn ich jetzt hier zurückgehe, eins, also es ist eine Rückreihe, dann habe ich hier wieder 1, 2, ein bisschen Faden nachholen, Entschuldigung, 3, 4, 5, 6 und 7 auf der Seite. Jetzt kommt die Mitte, die zähle ich nicht mit. Feste Maschen, 2 Luftmaschen, feste Maschen, Luftmaschen. Und jetzt müsste ich auf der Seite auch 7 haben. 1, 2, 3, 4,
5, 6 und in den letzten um die 4 Luftmaschen vom Anfang da kommt die 7. Luftmasche und Stäbchen. Also eine Hin- und eine Rückreihe ergeben immer dieselbe Maschenzahl dann. Und ihr seht schon, wenn ich das so hinlege, das geht hier leicht in die Schräge, am Anfang mehr und später, wenn's je größer das Tuch wird, geht es ein bisschen wieder in die Gerade, darum diese Schwalbenform. Also ich hoffe, ihr kommt klar damit. Am besten das Video angucken, die schriftliche Anleitung herunterladen und dann entweder nach der schriftlichen Anweisung und oder Häkelschrift alles zusammen in Kombination am besten. Ansonsten kommt in die Monk, Wolle und Beanies Gruppe, falls ihr Hilfe benötigt. Da sind einige Moss-Fanatiker wie ich. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachhäkeln. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!